Ja, hey und willkommen zurück. Ja, zu Arg aufs Maul mit Phoenix. Ja, hey. Und wir machen. So, aufbauen, sofort, Genau. ohne Zögern. Was haben wir noch? Was müssen wir farmen? Steine? Mord und Pestel und die Spike Walls. Ja, und Crop Plots. Ne, Crop Plots stehen noch, das sind nur die Plant Eggs, die da fehlen. Also. Also Herr bei den Safe gerade auch meisten, auf dem Dach? bei den meisten. Auf dem Dach sind, glaube ich, ist, glaube ich, alles weg. Ja, auf dem Dach ist alles weg, aber nee, auf dem Dach steht auch noch sogar eine. Also es fehlen drei Crop Plots. Aber ich Okay, dann dachte kümmer du gerade dich einfach. doch gerade mal ganz schnell um Kacke. Jo, mach ich. Und pflanzt direkt wieder die Plants an. Ist nicht in dem Crop Plot sogar noch Kacke drin? Ich weiß nicht, ob das geklärt wird. Ach, scheiße, doch, ja, es wird geklärt. Ja, wow, ja, alles gut. Ich baller das Zeug gerade mal wieder in die Smithy. Für die Crop Plots oder für die Spike Walls? Beides, Ja, oder? beides. Wobei ich halt sagen muss, so ein Rückschlag, Haben wir nicht. also oder ein Gegenschlag meine ich, wäre halt nice, wenn wir da relativ schnell was austeilen könnten. Weil ich glaube halt, wenn wir jetzt zu denen laufen, sobald unser Teri gereckt ist, und wir dann vielleicht mit zwei Teris dahin gehen, kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dann müssten wir eigentlich schon ganz gut Damage bei denen anrichten können. Weil ich meine, man Auf muss sich jeden einfach mal Fall. geben, unser Wir Teri hatten drückt zwei halt Racks echt oder so. heftig Schaden. Ich meine, wahrscheinlich ist es wirklich besser, mit zwei Teris dahin zu gehen, statt mit den Rex und dem Teri. Ja. Glaube ich auch. Okay, warte mal, Spike Walls. Spike Walls, hi. Ja, okay, na, Du warte mal. brauchst nicht so viele, das sind vielleicht fünf Stück, die du noch craften musst oder so. Ja, jo. Jo, ich befülle die gleich mal mit Scheiße und allem wieder. Alter, das wird jetzt richtig Warte mal, stressig. gerade bin ich dumm? Oder habe ich gerade unsere Plans gehört? Ich bin dumm. Okay. Naja, manchmal ist es schön, dumm zu sein. Ich Bitte hier glaube, um den nachdem jetzt eh Gehausweg. jeder weiß, wo wir bauen, ist es doch eigentlich auch egal. Da kann ich jetzt auch die Wegen dem Bäume Wald, ja, abholzen. klar. Irgendwas Ist kriegt hier vielleicht Damage. sogar gut für uns. Was kriegt So. Damage? Irgendwas kriegt hier Damage. Ich höre's nur. Hast du Ich das weiß nicht, mit auch? was Das soll ich den war das, Rex was ich killen. vorher meinte. HP. Der hat jetzt 5000. Ach, da ist eine Schildkröte. Oh Gott. Warte mal gerade. Hilf mal gerade, die Schildkröte darunter zu boxen. Ja, das kriegst du mit Terry, glaube ich, alleine. Naja, Knockback. Okay, lol, die ist tot. Ich sag ja, der Terry ist echt ein krasses Vieh. Schaden, der drückt, ne? Ey, ne, nur wegen der Fertilizer kotzt es mich gerade an. Also wegen der Kacke. Und wegen dem Wasser. Ey, gell, wir haben diese Session eventuell keine Plans. Ist jetzt nicht sicher, aber ich vermute stark. Guck, und die Holzspike Walls sind nicht kaputt gegangen, Ghost. Ja, nett, nett. Ja, dann lass gerade mal. Also, ich platziere jetzt da, wo du gerade den Rex hingestellt hast. Würde ich gerne eigentlich ein paar neue Spikes platzieren. Ja, packen weg. Mach ich, packen weg. Wollen wir vielleicht sogar zwei Reihen Spikes setzen? Können wir tun. Ja, obwohl ich bin zu Bringt faul. halt nichts. Ja, kostet die halt theoretisch mal Nades. Nee. Eine gut geworfene und sie ist trotzdem weg. Hä, ne? Bei den meisten ist sogar noch das Wasser drin. Okay, Bei das den ist schon mal meisten Plants. nice. Ja, apropos Wasser, ich muss was trinken. Ich laufe gerade mal kurz mit dem Fake-Kano zum Wasser runter. Ja, da jetzt den Plan dran zu tun, das lohnt sich nicht. Die Das Ding Sache hat ist Deckung. halt auch deren Vorteil, dass die einfach so durchs Wasser stapfen können, ohne gestunt zu werden, weil sie halt Rexe haben, ist Ist damit jetzt jetzt weg. auch nichtig. Also außer die haben noch mehr, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Niemals. Also, mir war es allgemein Wunder, dass die zwei haben. Zwei vor allem gut gelevelte, ne? Ja.
Ich meine, selbst wenn die nicht gut gelevelt wären, das hat mich schon genug gewundert. Hm. Oder ich meine, gut gelevelt ist jetzt die Frage, aber zumindest nicht low level. Ja. Ich würde aber sagen, dass wir vielleicht so irgendwas Mitte der Folge rum mal probieren, bei denen vorbeizugucken. Und eventuell auch zu töten oder ähnliches. Die Sache ist halt nämlich die, finde ich, am Anfang der Folge rechnet man vielleicht noch damit und gegen Ende der Folge ist es halt dumm. Ja, aber ich weiß, irgendwann mitten in der Folge wäre halt vielleicht taktisch eine ganz gute Überlegung. Ja, müssen wir gucken. Ich weiß nicht. Ich bin gerade komplett paranoid. Ich sehe hier Spiele rumlaufen. Was ich aber sagen muss, die Plants haben sich schon rentiert, einfach insofern, dass die Rex so krass geslowt haben. Also, auf jeden Fall, also. Ich meine, auch wenn ich am Anfang, wo die auf ihren Rexen saßen, nicht so Potato-Aim gehabt hätte, dann hätten wir die wahrscheinlich auch vorher schon da runter snipen können, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also glaube ich auch. Ich meine, wir hätten die auch gerade eben, als sie weggesprungen sind, einfach easy wegknatzen können, aber... Weiß nicht, wie die sich bitte auf Leben geskillt haben, dass sie das überlebt haben. Ey, alle Plants haben wieder, Scheiße und... Ja... Aber da trotzdem... ist jemand... Ah ne, alles gut, Alter. Der Pete trotzdem... hat mich erschrocken, ich dachte, wir haben mit Parachute. Deren heftiger Großangriff, in Anführungsstrichen. Ja, ne? Hat uns ehrlich gesagt nicht großartig gejuckt. Ja, eigentlich gar nicht. Also ich meine, dafür, dass man sich immer geben muss, dass man für zwei so Rexer eigentlich schon eine Zeit lang was am Tamen ist. Ja gut, weiß nicht, ob man tatsächlich so viel tamet, weil ich meine, keine Ahnung, du kannst natürlich bei einem Rex schon mehr nebenbei machen wie bei einem Teri. Ja, das stimmt. Aber ja, okay, es ist halt immer noch so, dass man... erstmal Luck haben muss, überhaupt einen Rex zu finden, dann noch mehr Luck haben muss, einen Rex zu finden, der nicht Level 5 ist. Waren zu Level 5? Ja, nee, irgendwas 20, 25 rum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das hingefragt. Aber ich meine, deren Rex mit 80 jetzt, oder ich glaube 70 und irgendwas mit 80, da, ja, da brauchst du schon ein bisschen was. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auf jeden Fall noch hart aufs Maul kriegen können. Weiß nicht. Findest du? Weil, ich meine... eigentlich wirklich was bieten konnten die uns jetzt nicht, aber... Also ich meine, auf der einen Seite, klar, sind zwei so Rexer schon nicht so falsch. Und ich glaube halt auch, ja, weiß nicht, die werden mit Sicherheit auch noch Teri sonst was rumstehen haben. Aber... ich meine, du gehst ja jetzt. Ja, nice. Warte mal, ist das jetzt ernsthaft von der fucking Schildkröte obstructed? Ja, bau die halt kurz ab. Ja. Aber ich meine halt trotzdem, du gehst ja jetzt nicht mit der Einstellung los, yo, ich nehme mal irgendwelche Kack-Dinos mit, um jemanden zu raiden, sondern du gehst ja mit irgendwelchen Dinos los, die was können. Insofern glaube ich, ist halt schon kein schlechtes Zeichen. Es war doch übelst lucky, dass die keinen Tod bekommen dadurch haben, ne? Ja, ich meine, also mein Ding ist, mein Baryonyx war vorher auch mal auf 200 AP runter oder so, also das war schon ziemlich close. Ich meine, wir hätten auch bei unserer ersten Begegnung schon unsere beiden Dinos verlieren können, dann hätten wir richtig kassiert. Nee, dann wäre es vorbei gewesen, also ganz ehrlich. Aber, ich mein, so ach, warte mal, du wolltest nur ein paar Parachutes oder, ach, ich mach mal was selber, welche Leute. Ja. Ich bin halt echt am überlegen, was wir machen. Unsere Base ist für die ganze heutige Session nicht mehr von Plants gesichert. Ich würde trotzdem aggressiv drauf gehen. Ja, okay. Weil, ich meine, Angriff ist da schon irgendwie so ein bisschen, zumindest eine nicht so beschissene Verteidigung, finde ich. Wir können halt nicht forcefeed, ne? Das ist halt gerade auch übelst der Nachteil gewesen. Ich meine, die kamen auf einmal wieder mit Full Life Rexen her. Ja gut, klar, wenn man allgemein nicht forcefeeden könnte, dann wäre natürlich die Teris erst recht OP, aber ich finde, so geht das eigentlich auch halbwegs klar, also ich will mich jetzt nicht beschweren.
Ja, ich lasse jetzt hier hinten nochmal eine kleine Lücke. Ich finde es zum Rausgehen einfach chilliger. Ja. Da, wo wir immer rausgehen, oder? Ja, genau. Nur, dass ich es weiß, okay. Joa, weiß nicht. Folge wäre jetzt bei 10 Minuten. Wie sieht das aus? Nicht. Wollen wir eventuell einfach losdingen? Ich meine, der Teri ist jetzt bei 1600 HP. Ist natürlich jetzt nicht die Welt. Oder? Wäre also die andere Option. Ich renne gerade einfach mal Baryonyx los. Und such die erstmal, bevor wir irgendwo. Und suche erstmal. Ja, mach das mal, mach das mal. Ja, ich meine. Ey, hast du Dropplots gefarmt? Nee, nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Ist egal. Wood, Dead Fiber, Stone. Ich glaube, es fehlt nur Stein. Wow. Können uns natürlich auch ein Battle Fiomia machen. Wood und. Ja, ich schwöre, dann will ich einfach jeder Müll plötzlich einen wahnsinnig werden lässt oder so. Also jetzt losgehen ist halt erstens wegen Trollons Kacke. Ja, warte mal, da unten läuft ein neuner Baryonyx, okay, never mind. Angenehmste der Welt mit Teri Holzfarm. Glaub halt, wenn die heute wiederkommen sollten in der Session, denken die nicht, rechnen die nicht damit, dass wir wieder eine Base haben. Naja, aber sie haben jetzt auch nicht so viel weggemacht. Also realistisch gesehen, ich meine, die wissen ja selber auch, was sie geschafft haben und was nicht. Ich glaube nicht, dass die das so durchgecheckt, so gepeilt haben. Ja, wieso denn nicht? Ich meine, die mussten ziemlich schnell wieder weg. Ja, gut, aber dadurch, dass sie so schnell wieder weg mussten, werden sie ja wohl auch gemerkt haben, dass sie jetzt nicht so viel weggesprengt haben. Kann stimmen, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob es Sinn macht, mit Darts zu schießen, weil ich glaube, dann hätten wir die bekommen. Beispiel. Ja, weiß nicht, die labern noch immer von wegen Fortitude-Skillen. Hast du mal in deren Folgen geguckt? Nee, ehrlich nicht. Ob die tatsächlich Fortitude-Skillen? Weil ich meine, wenn sie das tun, dann ist halt so eine Sache. Mal also was anderes. Wie wäre es denn, wenn ich einen High-Level-Teri sehe, dass wir uns den dann tamen? Wir brauchen jetzt so ein Weibchen, oder? Hast du einen? Ja, okay, nee, der ist männlich, war halt auch 63. Oder? Also unser Guter ist jetzt ist männlich. Es macht halt keinen Sinn, ihn jetzt zu tamen, so die wieder eine bis zwei Folgen in Anspruch nehmen. Ja, wenn man es halt so nebenbei machen könnte, wäre halt geil. Ja, es geht halt schlecht, sehr schlecht. Ja, also, dazu müssten wir wirklich an der Base dran sein. Ich habe halt ein bisschen Angst jetzt, während ich hier den Wald durchstöbere, einfach in deren Plants oder so zu laufen, aber ich meine, gut, eigentlich. Ey, ich glaube, die können gar keine haben, die sind erst umgezogen, Ghost. Na, wenn die instant gepflanzt haben, müssen die doch mittlerweile ausgewachsen sein. Ich hab deren Base gefunden, lol. Echt? Und was haben sie? Nichts. Stehen noch zwei Teris, Caprosuchus. Die Teris sind 75 und 51. Die können wir weghauen. Und tatsächlich noch keine Plants. Okay, dann lass doch da eine sneaky Aktion draus machen. Einfach hingehen, Granaten reinwerfen, wieder weggehen. Ja. Könnten wir. Also ich meine, da wäre ich jetzt Alter. Stark für. Ja. Die Sache ist halt nur, wenn wir jetzt da hingehen, da Granaten ranwerfen und deren Dinos sind aggro, dann wird die Sneaky-Aktion aber ganz schnell kacke. Ja, ich gehe trotzdem mit Teri hin. Ich gehe trotzdem mit Teri hin, das ist klar. Ja, aber die Mate-Booster, die beiden Teris, also. Ja, obwohl ja. Wir könnten, warte mal, wie tief ist das Wasser im nächsten Fluss? Ach, das wegen Teri reinlocken, meinst du? Weil, ich meine, wenn die uns, ja,
Die können hier gestunt werden. Wenn die uns nämlich hier hinterherlaufen und auf Neutral sind, dann können wir die eigentlich ficken. Jo, können wir auch machen. Ich meine, klar, wir könnten die jetzt auch einfach so angreifen und da reinlocken, aber das wäre ein bisschen low. Aber ich glaube halt auch, dass die ressourcentechnisch nicht so schlecht aufgestellt sind. Wenn die so viele Grappling Hooks verschießen, so viel Ammo einfach verballern und so weiter, dann denke ich mal schon, dass die nicht so scheiße aufgestellt sein werden. Ey, ich platziere gerade wieder Cropplots, nicht dass du dich wunderst. Ja, ich brauche noch ein bisschen, bis ich da bin, aber dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ach so, du willst direkt losgehen. Hey, ja klar. So, je früher wir jetzt da zurückschlagen, desto besser. Frosch bei uns? Was? Frosch? Und ja. Den? Könnte gut sein. Wo? Wo ist, du musst mir sagen, wo? Richtung Dingens runter. Können aber auch Kuba und so sein, ich weiß es nicht. Wir hatten aber keinen Frosch. Ja, nee, ist GG. Ach echt? Denkst, die kommen? Ich weiß es nicht. Also einen Frosch kann ich mit dem Tier aber nicht jagen. Aber womit die definitiv nicht rechnen, ist, dass wir wissen, wo die bauen. Ja. Du musst mir dann Frosch könnte man halt auch bowlern, ne? Wir haben keine Bowlers. Oh, da war ja was. Ich bin so Tech-Hunter verwöhnt, sorry. Doom-Quality runter machen, ganz wichtig. Brauch jetzt Wasser. Also der Tiri ist wieder fast voll. Der hat 2000 von 3000 Leben. Hat 2000, dem fehlen noch 1000. Hast du den Tiri-Sattel gemacht? Nee, weil Metal fehlt. So, das, da war ja was. Hast du es geholt? Nee, ne? Da kamen die ja dann. Nee, ja, ich treib den gerade mal so ein bisschen. Okay, nevermind. Ich treib ihn doch nicht in Richtung unserer Base. Ich jag den einfach und beiß ihn, ganz ehrlich. Was soll der Geiz? Hast du auf die Uhr geguckt? Wir sind bei 17 Minuten 50. Okay. Nur zwei. Ja, es ist gleich Ende, also ich glaube nicht, dass sie mit einem Sumpf einfach ihre Folge beenden. Obwohl, warum nicht? Ja, der kann erstmal mit einem Fight seine Folge beenden, wenn er so weitermacht. Wie viel Metal braucht ein Tiri Sattel Ghost? 55. Ich farm grad. Hab 107 Metal bekommen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was in der Base. Ach, nimm doch grad bisschen mehr mit, ohne Scheiß. Ich mein, ich kann jetzt nicht, wegen zwei Metal. Ist kaputt. Ja, hau doch mal Axt drauf. Ja, aber wir müssten eigentlich safe noch mehr irgendwie. Ja, haben wir locker nicht. Jetzt bau doch einfach noch drei Stück mehr ab, komm. Das wäre so dumm sonst. Hat mir so ein Header gedrückt. Ich kann den Tiri-Sattel jetzt auch craften. Los. Ja, ist gut. Ich habe jetzt 400 Leben. Ich habe halt 520. Du. Ja. Lol. Ey, kriegst du den? Ja, nee, ich hab ihn jetzt mal wieder im Wald verloren, kennst du irgendwo? Ja, ist ein bisschen schneller, wenn er springt, leider. Ich meine, die werden halt wahrscheinlich, ja, versuchen zu unserer, ne, obwohl jetzt erstmal nicht mehr. Ach, scheiße, wie kommen wir jetzt nur vorne rein? Na, links geht er noch. Ja, stimmt. Alter, als ob jetzt ein Demo gegen unsere Wand fliegt.
glaube halt, wir haben auch keine Forges mehr. Ah doch, wir haben noch drei. Ja, das ist bald richtig an Lacke wieder mit der Tür. Dass die offen war, meinst du? Ja, das Blöde ist halt nur, du kannst, wenn du vom Dino absteigst, die Tür aufmachen. Ey, wie? Also, ja, wenn du einfach hier drückst und halbwegs Richtung Tür guckst, dann machst du die halt aber auf. Das ist halt richtig dämlich. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, wahrscheinlich war das halt auch wieder so ein Scheiß. Hey, können die unsere Türe aufmachen? Wäre ziemlich blöd, wenn ja. Ende. Gato fühlt sich sicher. Naja, sind sie auch mehr oder weniger. Ja. Ja. Ja dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Blablabla Phase. Guckt bei den anderen vorbei. Tschüss.